Der deutsche Meister ist mal wieder der FC Bayern München. Herzlichen Glückwunsch, ein geiler Kampf, Spannung bis zum letzten Spieltag. Das hat echt Spaß gemacht und vor allem Nerven gekostet. Heute starten wir mit dem großen Saisonfazit. Drei Teile wird es geben. Jetzt beginnen wir mit den Top-Teams, die sich direkt für das internationale Geschäft qualifiziert haben. Und deshalb würde ich sagen, lasst uns keine Zeit verlieren. Los geht's. Beginnen wir mit dem VfL Wolfsburg auf Platz 6. Das war, und das muss man so sagen, wirklich eine geile Saison. Wir dürfen nämlich nicht vergessen, die letzten Jahre war der Abstiegskampf der Alltag. Zweimal spielte man in der Relegation und rettete sich gerade so. Also, woran liegt's, dass der VfL jetzt wieder oben mit dabei ist? Naja, Trainer Bruno Labbadia hat sich neu erfunden. Im Umfeld gab es viele, die eher skeptisch waren, aber er hat sich den Respekt von allen erkämpft. Er installierte ein neues System. Im 4-3-3 gibt es ein extrem krasses Pressing. Der VfL hat die Bälle sofort wieder zurückgeholt. Im Schnitt wurden pro Spiel 12,5 Bälle abgefangen, mehr als jedes andere Top-Team. Dazu mussten die Spieler verdammt viel laufen. Ruud Weghorst hat die meisten Sprints von allen Bundesligaspielern angesetzt. Insgesamt 1133. Er ist für mich sowieso der VfL-Spieler der Saison. Insgesamt 17 Buden hat er gemacht. Und ihr wisst ja, ich bin ein riesiger Fan von Statistiken. Und zwei sind richtig beeindruckend. Erstens, es gibt nur einen Holländer, der in seiner Debütsaison mehr Tore geschossen hat. Roy Mackay war das. Und zweitens, Weghorst hat insgesamt 2 Dreierpacks in dieser Saison erzielt. Das haben bis dato nur 2 andere VfL-Spieler geschafft. Edin Dzeko und Graffite, als man 2009 deutscher Meister wurde. Es steht also definitiv fest, dieser Transfer hat definitiv angeschlagen. Also, der VfL Wolfsburg hat sich für die sehr gute Saison selbst belohnt. Also, viel Spaß in der Europa League. Borussia Mönchengladbach ist zurück in Europa. 2 Jahre mussten die Fohlen auf Flutlichtspiele auf der europäischen Bühne verzichten. Naja, aber am Ende gibt's wohl ein lachendes und ein weinendes Auge. Jeder wäre natürlich gerne in der Champions League gewesen, aber das hat man sich selbst verbaut und vor allem versaut. Jetzt ist es eben nur die Europa League. Gladbach hat 2 Gesichter. Die Heimbilanz zeigt es einfach perfekt. Zwar 9 Siege in Folge, der letzte am 26. Januar. Seitdem hatten die Fans im Borussia-Park aber gar nichts mehr zu feiern. Das eigene Stadion sollte eine Festung sein. Mittlerweile sieht es aber eher nur noch wie eine Hüpfburg aus. Deshalb gibt es dort auch eine ganz merkwürdige Stimmung. Oft wird gepfiffen, alles wird negativ gesehen. Die Fans wollen einfach das Team mal kämpfen sehen. Aber das passt laut Sportdirektor Max Eberl gar nicht zum Verein. Zitat: Wir sind keine Mannschaft, die nur vom Kampf kommt. Wir sind eine Mannschaft, die viel vom Fußball kommt. Das hat uns dorthin gebracht, wo wir jetzt sind. Ja, das stimmt und genau das ist auch das Problem. Bei Gladbach spielen ohne Frage tolle Fußballer und man ist auch das fairste Team der Liga. Aber die taktische Flexibilität im System fehlt komplett. Der Code wurde entschlüsselt. Die Gegner wussten genau, wie man gegen die Fohlen spielen muss, um zu siegen. Ein Plan B, C oder vielleicht sogar D war nicht vorhanden. Vor allem bei Rückständen wussten die Spieler nicht, wie sie das Ruder herumreißen können. 16 Mal lag Gladbach zurück und nur einmal gewann man dann noch. Hektik war immer wieder auf dem Platz zu sehen und das muss in der neuen Saison definitiv besser werden. Bayer Leverkusen spielt in der Champions League. Jetzt ehrlich, Hand aufs Herz, wer von euch hätte das im Winter für möglich gehalten? Da lag die Werkself im Mittelfeld der Tabelle, jeder suchte die Club-DNA. Das ist ja der Offensivfußball, die Fans sollen begeistert werden. Und um wieder attraktiv zu sein, hat Bayer ein Umstyling gebraucht. Deshalb kam Trainer Peter Bosch. Der Winter war dafür der perfekte Zeitpunkt, denn so hatte er genug Zeit, um im Trainingslager dem Kader dieses neue System zu erklären. Der totale Fußball ist nämlich doch ziemlich komplex. Alle müssen angreifen und alle müssen verteidigen. Das sieht man auch in der Laufstatistik. Kein anderes Team ist in dieser Saison so viel auf dem Platz unterwegs gewesen und hat so viel geackert. 4132,2 Kilometer. Bis jeder Spieler verstanden hat, wie das alles funktioniert, hat es natürlich gedauert. Vor allem in den Topspielen hat man deshalb auf die Fresse bekommen. 0:1 gegen Gladbach, 2:3 in Dortmund, 1:3 gegen Werder Bremen, 1:4 bei Hoffenheim und 2:4 gegen RB Leipzig. Gegen die meisten direkten Konkurrenten hat man also verloren. Daraus muss Bosch jetzt lernen. Er muss sein System so anpassen, dass man nicht ins offene Messer läuft. Es darf einfach nicht mehr so viele Gegentore geben. Aber naja, auf jeden Fall hat Bayer Leverkusen die Club-DNA wieder gefunden. Seit 40 Jahren ist man in der Bundesliga und das nächste erfolgreiche Kapitel wurde in dieser Saison geschrieben.
Kommen wir zu RB Leipzig. Der Club ist ja erst 10 Jahre alt, wächst schnell, lernt aus eigenen Fehlern und ist deshalb mittlerweile die dritte Kraft in Deutschland. Interessant finde ich, aus der größten Schwäche hat Rasenballsport die größte Stärke gemacht. Und zwar die Defensive. Letzte Saison kassierte man 53 Gegentore, fast doppelt so viele wie jetzt. Jetzt hat RB tatsächlich die beste Defensive der Liga. Das Ziel war, früh in Führung zu gehen und dann smart zu verteidigen. Genau das hat auch geklappt. 11 Tore zu Beginn des Spiels ist wirklich ein Top-Wert. Für die Gegner war es natürlich dann super schwer, danach ins Spiel zu kommen. Das liegt auch an der Qualität der Abwehr. Individuelle Fehler fast komplett abgestellt. Zweikämpfe deutlich robuster. Kein anderes Team hat so viele Zweikämpfe wie RB gewonnen. Insgesamt 3.965. Dazu stehen in der Defensive Typen, die enorm kopfballstark sind. Vor allem Ibrahima Konaté mit seinen 1,93 Meter. Naja, da prallt jede einzelne Flanke ab. Die Abwehr ist ja schön und gut. Über einen anderen Spieler wird gar nicht diskutiert. Das finde ich eigentlich merkwürdig. Und zwar Torhüter Peter Gulaschi. Das ist meiner Meinung nach der meist unterschätzte Torhüter der Bundesliga. 78% der Schüsse hat er abgewehrt. Und dazu ist er 16 Mal zu 0 geblieben. So oft wie kein anderer Keeper in der Bundesliga. Also, das Fundament, das Red Bull in den letzten 10 Jahren aufgebaut hat, ist richtig stark. Klar, Geld spielt da auch eine wichtige Rolle, aber auch das Know-how in der sportlichen Führung. Egal, ob man dieses Konstrukt mag oder nicht, in Leipzig wird verdammt viel richtig gemacht. Und deshalb wird dieser Club früher oder später deutscher Meister. Da muss man kein Hellseher sein. So, und jetzt gibt's die Analyse zum knallharten Meisterschaftskampf. Erstmal danke Borussia Dortmund, dank euch war es eine sehr geile Saison. An 21 von 34 Spieltagen stand der BVB an der Spitze, man hatte sogar 9 Punkte Vorsprung und ich glaube, genau das hat dem Team das Genick gebrochen. Lasst mich das mal kurz erklären. In der Hinrunde hatten die Jungs einen Lauf, sie spielten berauschenden Fußball, wurden Herbstmeister. Und dann kam der Knackpunkt. Das Spiel gegen 1899 Hoffenheim im Februar. 3:0 führte man in der 75. Minute und zack, plötzlich stand es 3:3. Die jungen Spieler merkten, oh, wir sind verwundbar. Je kleiner der Vorsprung wurde, desto nervöser wurden sie. Sie hatten plötzlich etwas zu verlieren. Sie spürten, wie ihnen der FC Bayern im Nacken sitzt. Und beim größten Spiel der Saison, dem Duell gegen den FC Bayern in München, versagten einfach alle. 0:5 der Endstand. Daraus werden sie bestimmt lernen. Für die Entwicklung wird diese Saison extrem wichtig sein. Und ehrlich Leute, ich will hier gar nicht mal so negativ sein. Der BVB hat ja trotzdem eine geniale Saison gespielt. 76 Zähler sind die drittbeste Punktausbeute der Vereinsgeschichte. Paco Alcácer ist mit 18 Treffern an der Torjägerkanone vorbeigeschrammt. Jadon Sancho ist mit 14 Vorlagen der beste Assistgeber der Bundesliga. Marco Reus hat bewiesen, dass er kein gläserner Profi ist und die vielen Verletzungen in den letzten Jahren einfach verdammt viel Pech waren. Axel Witzel hat eine Passquote in Höhe von 94%. Nur 2 Bundesligaspieler waren besser. Und genauso akkurat hat Manuel Akanji die Pässe zu den Mitspielern gebracht. Ich könnte jetzt noch 10 andere Spieler aufzählen, die richtig gut gespielt haben. Und im Sommer, und das ist extrem wichtig, bleibt der Kader zusammen. Keiner der wichtigen Leistungsträger wird verkauft. Und ich glaube, die nächsten Jahre in der Bundesliga können und werden gerade deshalb extrem spannend. Jetzt fehlt nur noch der FC Bayern. Eins vorneweg, zu Niko Kovac werde ich heute nichts sagen. Dazu gibt's nächste Woche ein ausführliches Video. Ich will mir da einfach mal einiges von der Seele reden. So, zum 28. Mal sind die Bayern deutscher Meister in der Bundesliga. Kleiner Funfact, so oft wie alle anderen Meister zusammen. Hashtag Dominanz. Hier erstmal Respekt an die Spieler. Sie haben echt ein dickes Fell. So unruhig wie dieses Jahr war es seit ewiger Zeit nicht mehr hier in München. Erst die sportliche Krise, die vielen Verletzungen, die legendäre Pressekonferenz mit Uli und Kalle, die Ausbootung der Nationalspieler, der Goldstake-Skandal mit Ribéry und jetzt eben auch noch die Trainerdebatte. Bei anderen Teams wäre das pure Chaos ausgebrochen, aber, und so ehrlich muss man hier sein, die Bayern-Spieler haben das einfach abgeschüttelt. Das ändert natürlich nichts daran, dass es diese Saison eklatante Probleme gab, vor allem in der Offensive. Das ist schon kurios, weil man mit 88 Toren immer noch den besten Angriff der Liga hat, aber, und das ist eben ganz wichtig, sobald der Gegner tief stand, war das Tor ungefähr so klein. Die Spieler hatten einfach keine Ahnung, wie sie den Ball reinmachen sollen. Die Lösung klingt erstmal simpel. Komm, wir flanken einfach rein. Vielleicht köpft dann jemand den Ball ins Tor. 484 Flanken hat der FC Bayern in dieser Saison geschlagen. Mehr als jedes andere Team. Der Spieler, der deshalb auch die meisten Ballkontakte hatte, war Joshua Kimmich. Und das ist schon krass. Der Rechtsverteidiger ist im Spiel wichtiger als das zentrale Mittelfeld.
Da will ich euch jetzt natürlich auch zeigen, wie viele Flanken hat alleine er geschlagen und wie viele davon sind beim Mitspieler angekommen. Insgesamt 107 Flanken, 90 davon sind irgendwo gelandet, nur nicht da, wo sie eigentlich hin sollten, und nur 17 beim Kollegen. Da muss man sich schon hinterfragen, ist das wirklich so eine geile Idee? Und hier muss der FC Bayern dringend eine Lösung finden. Dank der individuellen Qualität ist man jetzt deutscher Meister und deshalb bleibt mir eigentlich nur noch eine Sache zu sagen. Herzlichen Glückwunsch. So viel von mir, jetzt will ich eure Meinung zum Kampf um Europa in dieser Saison haben. Schreibt mir eure Analysen gerne unten in die Kommentare. Am Mittwoch gibt es dann das Video zum Mittelfeld der Tabelle und am Freitag reden wir über den großen Abstiegskampf. Bis dahin wünsche ich auf jeden Fall gut Kick und ciao.